Hier bleiben viele hängen. Im Markttreff, dem Stolz der beiden Fleter, ist immer was los. Das ist ja schnuckig hier. Ja, mit Sitzrunde. Ja, frühstücken, Frühstück. Tee trinken, Kaffee trinken. Mhm. Also, wir haben schon ein bisschen Leben hier, ja. Ja. Ich habe ein bisschen Angst. Ja? Ja. Ja, also wir haben hier manchmal morgens um 6:30 schon Spaß. Oh, herrlich. Die beiden Fleter Grundstimmung. Die beiden Fleter sind gesellig. Gleich zwei Gaststätten und ein Café gibt's im Dorf. Die machen sich aber keine Konkurrenz, hören wir. Denn im Café gibt's Frühstück und Kuchen. In der Dorfkneipe gegenüber schnacken sie abends. Und das Fährhus ist Ziel vieler Touristen. Mehr als 1000 Radfahrer kommen im Sommer jeden Monat mit Else nach Beidenfleth, der einzigen Fähre über die Stör. Einst war das Dorf das Ziel von Holländern, die den Deich gebaut haben. Deswegen sind einige Häuser noch heute holländisch geprägt. Ein Holländer war es auch, der die denkmalgeschützte Mühle gekauft hat, vor 3 Jahren. Nun hat Sturm Xaver hier gewütet. Ein kleiner Spalt nur und dann ging es wie ein Reißverschluss, ging das einmal Worms und dann flogen die Teile. Ein bisschen sardinenbüchsenmäßig. Und wir sind ja echt froh, dass es nicht hier zum Haus geflogen ist. Ne? Ist das versichert? Nein. Nein? Nein, sowas wird nicht versichert, weil es war nicht fertig. Die Versicherungsprämie wäre so hoch. Ne? Weil die war ja noch nicht restauriert. Ne? Wir waren ja da, wie gesagt, bei. So nach und nach, aber toller Nikolaus war das. Ja, das kann's haben. Und dann heißt die Mühle auch noch Hoffnung, oder? Ja, genau. Ja, wir haben also echt eine Hoffnung. Oh Mensch. Wie es weitergeht, ist offen. Erstmal kommt die Denkmalschutzbehörde. Von besonderem Wert ist auch das, was ihm gehört. Moin. Caro Rabe, Schleswig-Holstein Magazin. Ja, schön. Sind Sie das Kameramuseum? Ich nicht, aber ich bin's. Ja, toll. Dürfen wir mal gucken? Na ja, na klar. Oh, super. Beidenfleths Kameramuseum. 2400 Fotoapparate plus Zubehör. Analoge Technik, die hat es Andreas Lorenz angetan. Das ist ja irre. Und das stand erst bei Ihnen im Wohnzimmer und dann hat Ihre Frau gesagt, das wird mir zu viel, machen Museum draus, oder wie war das? Mhm. Nein, ernsthaft? Ja, kein Spaß. Die waren alle im Wohnzimmer. Es waren irgendwie 65 Umzugskartons und das fand sie nicht witzig. So, also es geht ums Haben. Also das ist ein bisschen, ja. Sie benutzen die nicht. Ich fotografiere nicht. Haben Sie mal? Nee, nie. Wie kann man denn aber Fotoapparate sammeln und Kameras sammeln, wenn man gar nicht selbst fotografiert? Man kann auch angeln gehen und macht keinen Fisch. Ach so. Das tue ich auch. 2 Straßen weiter entdecken wir noch etwas. Im Kirchweg kommen gut und gern mal 30 Leute zusammen. Ja, das ist ein öffentlicher Stammtisch, da kann jeder so rangehen und wenn wir dann abends ein Fest haben, dann hängen wir hier unten eine Flasche in der Tüte ran und dann wird der letzte Trunk genommen und dann geht's ab nach Hause. Ist wirklich Tatsache. Da vielleicht noch ein bisschen Fußbodenheizung. Wäre auch schön. Ja, da sind wir jetzt bei. Nein. Tatsächlich, wir wollen so ein kleines Brettchen hier unten rüber machen mit Heizung. Das ist nicht gelogen, das ist wahr. Ja, ja, ist ja süß bei Ihnen. Schön. Schön, dass ihr mal nach Beinfeld gekommen seid. Ja. Das finden wir auch.